Lange Zeit bezeichnete Joachim Jambi Alexander Klaffs als besten Let's Dance-Kandidaten in Deutschland überhaupt. Konnte Anna Ermakova am Thron des DSDS-Siegers rütteln? Im großen Osterspecial 2023 kürte Joachim Jambi, 58, Sänger Alexander Klaffs, 39, zum besten Let's Dance-Promi aus den ersten 15 Jahren. Der erste DSDS-Sieger hatte 2014 mit Isabel Edvardsson, 40, den Titel Dancing Star gewonnen. Allerdings sorgte Model Anna Ermakova, 23, in der 16. Staffel mit unglaublichen Punkterekorden für Furore. In der MDR-Talkshow Riverboat erzählte der Chefjuror, ob Ermakova Klaffs den Rang ablaufen konnte. Let's Dance. Alexander Klaffs war der beste männliche Kandidat. Du weißt, ich war immer ein sehr großer Befürworter deiner Kunst, grüßte Jambi Klaffs in der Spezialsendung an Karfreitag per Videobotschaft. Du hast uns vom ersten Moment an verzaubert. Du hast uns mit deinen Leistungen gezeigt, wie man tanzen muss. Es war immer authentisch, immer rhythmisch, immer technisch gut. Du bist in meinen Augen bis zur letzten Staffel der beste Let's Dance-Kandidat. Dieser zeigte sich geschmeichelt. Wenn man etwas schafft, worüber man Jahre später noch spricht, dann hat man nicht allzu viel verkehrt gemacht, freute er sich im April. Let's Dance. Anna Ermakova über jeden Vergleich erhaben in der Sendung wollte, Riverboat, Moderatorin Kim Fischer, 54, wissen. Ob Ermakova Klaffs Leistungen noch übertrumpfen konnte. Anna Ermakova war so gut, wir dürfen ja nur 10 Punkte geben. Wenn man den anderen 6, 7 Punkte gibt, dann muss man ihr 30, 40 Punkte geben. Sie war technisch, qualitativ, musikalisch, vom Ausdruck her war sie so weit vorne, so Jambi. Und weiter. Ich habe gesagt, Alexander Klaffs war der beste Kandidat bisher. Natürlich muss man andere Kandidaten, die wir hatten. Wie Ella Endlich oder Vanessa Mai noch einrechnen. Von den Männern war Alexander ganz weit oben. Ich würde jetzt sagen, Anna Ermakova ist jetzt die beste weibliche Tänzerin, die wir je hatten. Klaffs, der eine Woche zuvor bei Riverboat zu Gast war, denkt übrigens immer noch gern an Let's Dance zurück. Allerdings stellte er klar, dass er nicht an Wettbewerben teilnimmt, um zu gewinnen. Mir ist wichtiger, dass das Publikum ausrastet und Spaß hat, darauf kommt es an.